Liebe Freundinnen und Freunde der Auferstehungskirche Münnerstadt, liebe Videogäste aus aller Welt. Mein Name ist Martin Hild, ich bin der evangelische Pfarrer von Münnerstadt. Ganz herzlich grüße ich euch zu dieser Andacht zum Sonntag Quasimodo Geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Noch leidet diese Welt unter der Pandemie. Doch erste Erfolge sind in Deutschland in Sicht. Auch im besonders vorsorglichen Bayern gibt es erste Lockerungen der Beschränkungen, ab Montag etwas weniger Kontaktverbot und dann ab der nächsten Woche dürfen kleine Geschäfte wieder öffnen mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Und dann, die Kirchen sind mit den Regierungen im Gespräch, sollte allmählich auch die Einschränkung der Religionsfreiheit wieder nach und nach zurückgenommen werden. Wie sehr warten Freundinnen und Freunde der Kirchen darauf, diese wieder besuchen zu dürfen, ob zu Gottesdiensten oder zu den vertrauten Chören und anderen Kreisen, in denen sie sich engagieren. Doch noch gilt es zu warten. Noch gilt es, wie der zweifelnde Jünger Thomas, den Herrn zu bitten, dass er sich doch näher zu erkennen gibt, dass er seine Hilfe zeigt. Noch gilt es, wie ein Kindlein auf Erlaubnis zu warten, wie die Eltern ihr Kind schützen, so schützt uns im Moment der Staat vor dem unsichtbaren Feind, dem Coronavirus. Wieder hat mich ein wunderbares Lied und eine Andacht erreicht von Michaela Leins, Religionslehrerin und Sängerin aus Kleinalbstadt. Sie lässt uns passend zum Namen des Sonntags mit den Augen ihrer Kindheit in die Welt blicken. Denn erst im Rückblick deuten und erkennen wir, wie sehr wir von Gott geliebt wurden, schon immer. Danke, liebe Michaela, für deine Andacht und auch deinem lieben Mann David für die Begleitung des Liedes. So geht alle gesegnet in diese Zeit. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt leuchten sein Angesicht über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen. Mit den Augen meiner Kindheit. Ich richte mich neu aus. Eine Andacht von Michaela Leins. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Aber Jesus sprach, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich. Matthäus 19, Vers 14. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Auszeit. In unserer schnelllebigen Zeit wünschen wir uns doch genau das, eine Auszeit. Wie oft habe ich mir gedacht, dass ich nach dem Urlaub eigentlich noch einmal Urlaub vom Urlaub bräuchte. Und jetzt wurden wir alle einfach entschleunigt. Es war nicht meine Wahl. Es war nicht meine Entscheidung. Es wurde mir einfach übergestülpt. Von heute auf morgen keine Schule mehr. Von heute auf morgen keine sozialen Kontakte mehr, außer denen im eigenen Haus. Wie dankbar bin ich für jeden einzelnen Mitbewohner in meinem Haushalt. Wie dankbar bin ich für meinen Garten, für die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, sie sogar sehen zu können per Videochat, auch über Kontinente hinweg oder eben nur ein paar Kilometer. Und genau diese Gedanken bringen mich zu meiner Jugendzeit. Wie anders war es damals? Telefonieren war teuer. Es gab keine Flatrate, mit der man so viel anrufen konnte, wie man wollte. Ich erinnere mich gut an meine Zeit in Amerika, in der mich das Heimweh fürchterlich quälte. Ich war gerade 16 Jahre alt, als ich für ein halbes Jahr nach Amerika ging. Die Familie, in die ich kam, war nicht gerade sehr offen und freundlich und es gab, besonders von der älteren Generation, ziemliche Anfeindungen gegen ein Mädchen aus Deutschland. Der Großvater hatte im Krieg gegen die Deutschen gekämpft. Mein Stand war also kein leichter. Umso mehr schrieb ich mit meinen Eltern,
aber Briefe per Luftpost dauerten oft 7 bis 10 Tage. Diese Wartezeit erschien mir ewig. Einmal im Monat konnte ich es mir leisten, von einer Telefonzelle aus nach Hause anzurufen. Die ersten 3 Minuten kosteten 5 US-Dollar und jede weitere Minute 1 US-Dollar. Unsere Anrufe mussten sich auf das Nötigste beschränken. Bekam ich doch nur ein Taschengeld, von dem ich diese kostbaren Anrufe abzwackte. Bis wir erzählt hatten, wie es uns ging, war schon wieder Zeit aufzulegen. Anekdoten aus dem Alltag beschränkten wir auf die Briefe, die auf Luftpostpapier geschrieben wurden, denn auch das Porto war teuer. Nach einem halben Jahr freute ich mich riesig auf zu Hause, auf alles Vertraute, auf die Menschen, die mich liebten, einfach weil ich war. Ich erinnerte mich noch gut, wie ich voller Staunen und Verwunderung durch den Garten gegangen bin und mich an den Büschen und Bäumen erfreute, die ich schon ewig kannte. Ich erinnere mich noch gut, dass ich mich an den Bach gesetzt habe und die Füße in das klare Wasser eintauchte. Es war himmlisch, es war vertraut, es war zu Hause. Das erste Mal wieder Fahrrad zu fahren, den Wind in den Haaren und auf der Haut zu spüren, ach, einfach herrlich. Warum erzähle ich Ihnen das? Vieles, was uns ganz vertraut ist, fehlt jetzt. Die Nähe zu den Menschen, die gewohnten Abläufe der Arbeit, die Gespräche von Angesicht zu Angesicht mit Kollegen, Freunden und Familie. Der einfache Ausflug, der Kinobesuch, der Schwimmbadbesuch. Doch vielleicht können wir diese Zeit auch nutzen, um uns klar zu werden, was uns wichtig ist, was unser Herz bewegt, was ein Zuhause zu einem Zuhause macht. Vielleicht merken wir auch, welche Beziehungen tragfähig sind aus der Ferne. Welche Beziehungen zwar ganz nett waren vor Corona, aber nun sich mehr und mehr verlieren. Es ist eine Zeit der Besinnung, der Neubewertung, vielleicht sogar der Neuorientierung. Vielleicht sollten wir sogar einen Schritt zurück machen und in unsere Erinnerung gehen. Was war damals schön? Was war damals wichtig? Wo habe ich mich zu Hause gefühlt? In dem Lied »Mit den Augen meiner Kindheit«, gesungen von meinem Mann und mir, gehe ich in meine Erinnerungen zurück. Vielleicht hilft dieser Rückblick bei der Neuorientierung nach vorne in die Zeit nach Corona. Und ja, vielleicht merken wir sogar, dass diese erzwungene Auszeit ein Segen sein kann. Wollen Sie nicht auch einen Blick in die Vergangenheit wagen, um sich neu auszurichten? Bleiben Sie gesund und wohlbehütet. Ihre Michaela Leins. Manchmal mein Schloss, mal Schiff und mal Flugzeug für mich. Er war meine Burg und manchmal mein Schloss, mal Schiff und mal Flugzeug für mich. Mit den Augen meiner Kindheit sah ich die Welt klar. Sie war schön und bunt, wunderbar. Mit den Augen meiner Kindheit schien die Sonne strahlend hell. Nur was zählte, war spielen ganz schnell. Der kleine Bach hinterm Garten, was war er als Kind für mich? Er war mein Ozean, meine Tauchstation und Nemo, der Captain war ich. Er war mein Ozean, meine Tauchstation und Nemo, der Captain war ich. Mit den Augen meiner Kinder
war schön und bunt wunderbar. Mit den Augen meiner Kindheit schien die Sonne strahlend hell. Nur was zählte, war spielen ganz schnell. Die Bäume im Nachbarsgarten, was waren sie als Kind für mich? Sie waren süßes Buffet ohne Ach oder Weh, waren zum Naschen ganz sicherlich. Sie waren süßes Buffet ohne Ach oder Weh, waren zum Naschen ganz sicherlich. Mit den Augen meiner Kindheit sah ich die Welt klar. Sie war schön und bunt wunderbar. Mit den Augen meiner Kindheit schien die Sonne strahlend. Nur was zählte, war spielen ganz schnell. Die Zeit, sie zog so schnell ins Land, die Jahre, sie flossen dahin. Leih mir deine Sicht nur für den Augenblick, weil ich doch kein Kind mehr bin. Mit den Augen deiner Kindheit seh ich die Welt klar. Sie ist schön und bunt wunderbar. Mit den Augen deiner Kindheit scheint die Sonne strahlend hell. Nur was zählt, ist spielen, komm schnell. Mit den Augen deiner Kindheit seh ich die Welt klar. Sie ist schön und bunt wunderbar. Mit den Augen deiner Kindheit scheint die Sonne strahlend hell. Nur was zählt, ist spielen, komm schnell.